So, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen auf die Zahlen schauen. Marie Pschibilla bei mir im Studio. Marie, die Zahlen sind ja wieder gestiegen im Vergleich zur Vorwoche. Liegt das jetzt noch an diesen österlichen Nachmeldungen? Wahrscheinlich noch so ganz leicht. Also vor allem der Vergleich zur Vorwoche ist natürlich enorm verzerrt. Ansonsten sind wir ja jetzt schon eine Woche nach oben. Das heißt, die Inzidenz kommt wenigstens allmählich wieder auch in den normalen Bereich. Und genau die wollen wir uns vielleicht direkt einmal anschauen. Denn man muss sagen, es ist fast ein ähnlicher Knick, den wir schon auch nach Weihnachten gesehen haben. Eben gerade wegen den Nichtmeldungen und dann entsprechend den Nachmeldungen. Wir haben ja extra den 24.12. noch mal eingetragen. Da war das Tal natürlich noch tiefer, weil Silvester noch hinten dran kam. Aber eben auch entsprechend mit Ostern konnte man das ganz gut sehen. Einen schönen Tiefstwert hatten wir am 8.4. Das ist noch keine Woche her. Bei 106 lagen wir da. Heute inzwischen 140,9 bei der Inzidenz. Und es lässt schon vermuten, dass wir uns so langsam eben trotzdem, trotz der Nachmeldungen, wieder in einem generellen Aufwärtstrend auch wiederfinden. Beunruhigend ist auch, wenn man noch mal auf die Todeszahlen schaut. Denn auch da muss man sagen, scheint der Trend gebrochen zu sein. Wir hatten ja eigentlich in den letzten Monaten immer nur gute Nachrichten. Die Kurve ging also immer entsprechend weiter nach unten. Aber es scheint so zu sein, dass das jetzt auch nicht mehr nur mit Nachmeldungen zu begründen ist. Also 294 neue Todesfälle, die gemeldet worden sind im Vergleich zur Vorwoche, plus 226%. Das ist eben wirklich enorm. Und das bestätigt auch, was Experten, Intensivmediziner uns vor Wochen, Monaten schon erzählt haben, dass man irgendwann eben keinen sinkenden Vergleich mehr hat, sondern gerade eben diese eigentlich jüngeren Patienten, die viel auf den Intensivstationen liegen, dass die sich eben auch irgendwann in diesen Zahlen hier wiederfinden. Und das scheint jetzt nun auch wirklich so zu sein. Marie, gerade eben ist die Bundesnotbremse beschlossen worden. Wie viele Kreise sind denn jetzt schon Hotspots? Ach, es sind fast alle. Also Hotspots, klassisch im Sinne, haben wir ja eigentlich die Land- und Stadtkreise, die über der 50er-Inzidenz liegen. Da habe ich auch hier den Verlauf noch mal mitgebracht, wo man ganz gut sieht, dass wir da auf einem ja sehr hohen Plateau uns bewegen, nämlich 408, 412 gibt es insgesamt. Also das sind fast 100%. Und wichtig für die Notbremse sind ja eben die Bereiche mit den Inzidenzen über der 100er-Marke. Dann würde die ja entsprechend jetzt automatisiert greifen. Und das wären auch immerhin 325, das heißt 79% der deutschen Land- und Stadtkreise wären das unter 35. Da haben wir nur noch einen einzigen Kreis. Also das ist wirklich etwas, das hat sich mittlerweile wirklich flächendeckend ausgebreitet. Insofern, ja, dieser Notbremsen-Lockdown, der dürfte uns dann fast allen drohen. Marie, danke schön für diesen Überblick.